Hast du geschissen? Hast du geschissen? Hallo liebe Freunde, ich heiße Oskar Czak hier. Die meiste Frage, was mir gestellt wird, was machst du in Pinzgau? Was hat dich hier verschlagen? War das die Liebe? Nein, meine Freunde, ich habe meine Liebe mit nach Pinzgau mitgenommen. Was mich eigentlich hierher verschlagen hat, zeige ich euch am besten jetzt gleich. Das ist mein Balkon und das ist die Aussicht, die ich hier habe. Sieht das nicht wunderschön aus? Wenn du so eine Aussicht hast, dann willst du gar nicht irgendwo anders leben. Ich habe es mal nur für 6 Monate ausprobiert und es hat mir hier sowas von dermaßen gut gefallen, bis auf die Kälte. Aber das gehört halt einfach dazu. Gestern Nacht hatten wir -12,5 und es wird wahrscheinlich auf -20 oder -30 noch hochgehen, so im Januar. Jetzt ist gerade Ende Dezember, kurz vor 2020. Es ist mein Katze Salem. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Er ist einer der nettesten, gutmütigsten Katzen, die es überhaupt auf der Welt gibt, für mich. Es ist eine reinrassige Pinzgauer Bramberger Wenzkatze. Gell, Selen. Woher der Name Selen kommt, liegt daran, ich weiß nicht, ob die Serie Selena kennt. Da gab es doch diese schwarze Katze, wo sprechen konnte. Der hieß Selen. Der kann zwar noch nicht sprechen, aber das wird er auch mit der Zeit irgendwie hinkriegen. Das ist unser erster Weihnachtsbaum im Pinzgau, ohne Geschenke. Selim, wo sind die Geschenke, Selim? Keine Geschenke. Und es ist der 29. Dezember, keine Geschenke. Warum? Hier ist die Geschenkebox. Amazon hat leider die Geschenke zu spät geschickt. Und da sind unsere Geschenke. Jetzt haben wir sie natürlich nicht mehr als Geschenkpaket einpacken müssen, da Weihnachten eh vorbei ist. Jetzt nennen wir es einfach vor Silvester Geschenk. Ich habe hier ein paar Sachen bestellt vom Amazon. Ich würde nicht für jedes Ding ein einzelnes Video machen. Ich dachte, ich mache ein komplettes Video für mich, für meine Katze und für meine Frau. Das, was wir uns so bestellt haben. Das ist das Geschenk von Salem. Hier haben wir ein Wellness-Center für Salem, für meine Katze. Dann habe ich hier, ich weiß nicht, ob ihr das schon kennt, das ist auch das ganz neue Produkt von Katit. Das packen wir jetzt nachher auch noch aus, aber ich sage, ich mache da jetzt keine große Geschichte draus. Das und das ist das Geschenk für meine Frau. Sie wollte einen Fernseher haben. Ich habe keinen Platz für einen Fernseher im Wohnzimmer, da ein Bild dort hängt. Deshalb habe ich gedacht, ich kaufe so einen Mini-Projektor. Das ist der Videoprojektor P6000 von Großtour. Die kostet normalerweise 79 Euro. Und einen Tag, nachdem ich bestellt habe, ist es auf 59 Euro heruntergesetzt worden. Wenn ihr natürlich so ein Heimkino oder so ein Projektor bestellt, da ist leider die Anlage nichts wert. Da solltet ihr vielleicht noch so etwas in der Art kaufen. Da wir oftmals mit meiner Frau eine Weltreise machen, habe ich dann gedacht, da hole ich mir dann so ein Soundstudio zum Mitnehmen, wo ich dann hier dazu noch anschließen kann und so ein bisschen so Heimkino-Feeling haben kann. Und das da hier habe ich für mich bestellt. Das ist der Platronix M75. Ich hatte davor auch den M70. Ich bin sehr, sehr zufrieden gewesen, bis auf das, dass der nach 4 Monaten kaputt war. Einfach sich selber abgeschaltet hat und einfach wieder eingeschaltet hat. Irgendwie hat er so dumm getan. Dann habe ich ein anderes gekauft, so ein billiges für 10, 15 Euro. Nur bringt es da nichts, solche Billigsprodukte zu kaufen, wenn so ihr dann nicht verständlich seid oder ihr nicht gescheit hört, was gesprochen wird und die Qualität nicht okay ist oder euer Ohr wehtut, bringt das Ganze nicht. Deshalb habe ich gedacht, ich gebe Platronix noch eine Chance und kaufe so ein Headset, diesmal den M75 und hoffe, dass der länger für 4 Monate aushält. Das Gute hier bei der Sache ist, dass der 11 Stunden Talktime hat und dann hat er 16 Tage Standby, 180 Tage Deep Sleep Mood, ja, du mich auch, und wiegt nur 8 Gramm. Auf jeden Fall habe ich den eigentlich gekauft, weil ich hier zwei Telefone gleichzeitig koppeln kann, mein privates und das geschäftliche, und das ist mir wirklich sehr, sehr wichtig, dass es funktioniert. Es ist sehr leicht zu bedienen gewesen. Es steht zwar der M75
Aber ich sag mal ehrlich, es ist kein Unterschied zwischen den M70. Die nennen das einfach nur M75. Vielleicht ist innen drin ein bisschen mehr Technik drin, dass er vielleicht ein bisschen mehr lebt wie 2 Monate. Aber was soll ich da jetzt großartig auspacken? Vielleicht mache ich da auch noch. Mama, komm, machen wir schnell davon jetzt gleich eine Unboxing. So. Ach so, das sind meine Pflanzen. Das ist der Pflanze Nummer 1 lebt, Pflanze Nummer 2 tot, Pflanze Nummer 3 lebt. So, das ist mein Arbeitstisch, mein Bildschirm. Den habe ich natürlich bei mir hier jetzt Arbeitszimmer gehängt. Mein Computer, der kommt bald weg. Und dann kommt hier der neue Mac Pro 16 Zoll. Werde ich mir jetzt bald bestellen. Und dann sieht es hier noch ein bisschen professioneller aus. Wir machen hier jetzt einfach unser Unboxing. Jetzt brauche ich wahrscheinlich erstmal mein Messer. So, nun habe ich ihn gefunden. Das kommt natürlich daher, dass ich, normal mag ich das nicht, wenn ich etwas nicht so leicht finden kann, aber meine Frau versucht irgendwie mein Arbeitszimmer zu erobern. Sie hat schon Wäscheständer da reingestellt. Wegen dem mache ich jetzt kein Großbild von meinem Arbeitszimmer. Wahrscheinlich geht es einfach darum, wer mehr Territorium im Haushalt gewinnt. Ich habe zu ihr gesagt gehabt, das ganze Haus gehört ihr, Arbeitszimmer gehört mir. Aber sie will das ganze Haus plus das Arbeitszimmer haben. Normalerweise muss es doch einen Klack machen. Ah, der ist schon zu alt. Ja, ich muss ein neues Messer besorgen. So, jetzt machen wir ein Unboxing. Wie gesagt, normalerweise mache ich meine Unboxings schon professioneller. Aber im Endeffekt sind wir eh noch kein Kanal mit 100.000 Abos. Und dieses Video kannst froh sein, wenn dann 50 Leute es sich anschauen. Und bei YouTube ist es inzwischen auch so, ich habe ja noch einen Kanal, wo über 10.000 Abos hat. Und da ist eigentlich wurscht, ob du auch 10.000 hast. Mehr wie 70% kriegt überhaupt keine Benachrichtigung. YouTube managt das alles selber, entscheidet selber, wer welche Benachrichtigung kriegt. Also, ihr könnt meinen Kanal abonnieren. Auch wenn ihr es nicht abonniert, bin ich auch nicht so schlimm. Wegen dem bettel ich da nicht rum, weil da YouTube so wahrscheinlich, auch wenn ihr das Kanal abonniert, keine Benachrichtigung an euch zuschicken wird. So, deshalb mache ich das nur aus Spaß, weil es mir Spaß macht. So, beim alten stand M70, hier steht M75. Eigentlich ist alles gleich. Haben die hier bei der Heftbeschreibung, da ist auch ein bisschen was Arabisch oder Jüdisch oder keine Ahnung, steht auch einiges drin. Hier steht Platronics, aber nichts von M. Guck, M70 bis 91, seht ihr das? Das habe ich mir gedacht. Da nimmt man dann einfach das eine und steckt es bei allen Produkten rein. Ah ja, jetzt haben wir es. Also eigentlich ist hier so ein Pfeil, seht ihr, das bedeutet das hier und das müsst ihr einfach nur runterziehen, dann kriegt ihr es auf. Sonst würdet ihr es sicher beschädigen, da das Zeug nur aus Plastik besteht. Es ist eigentlich gut, dass es nur aus Plastik ist, da es dafür halt sehr, sehr leicht ist. Du spürst es kaum im Ohr. Warum ich das auch so gewählt habe, hier kann man das ins Ohr einhängen und das ist dann nachher im Ohr drin. So stellt ihr euch das. Das ist die Ohrmuschel, da ist es nachher drin. Wenn euch nachher das Ohr nach 4, 5 Stunden wehtut, könnt ihr es so rausziehen, dann hängt es so am Ohr und ihr könntet eigentlich immer noch reden oder telefonieren. Wenn ihr einen besseren Sound haben wollt, könnt ihr es wieder reindrücken. Da ich mich hier jetzt mit dem Produkt hier auskenne, kann ich es euch ganz leicht hier vorzeigen. Das ist die Laut-Leise-Taste. Hier braucht es nur hochschieben, dann ist es auch wieder an. Und wenn ihr hier drauf drückt, seht ihr das? Dann könnt ihr das sehr leicht mit euer iPhone koppeln. Das ist das Produkt. Ich bin sehr zufrieden. Ich werde wahrscheinlich später noch ein Video darauf machen, falls es wieder innerhalb von 4 Monaten kaputt gehen sollte. Dann würde ich aber leider die Marke Platronics heißt es. Warum steht hier nichts von Platronics? Warum hier nichts Platronics? Hier. Platronics. M75. M70K, ich vergesse. Schnell kaputt. M75, I don't know. Schauen wir mal, ob es länger wie 4 Monate aushält. Mikrofon ist sehr gut. Man hat mich sehr gut deutlich hören können und man hat auch Videos anschauen können. Ich habe auch über WhatsApp reden können. Also es ist wirklich sehr, sehr gut. Die Qualität hat gepasst. Technisch, wie gesagt, war er nach 4 Monaten kaputt. Schauen wir mal, ob es diesmal
besser hingeht. Kommen wir zum nächsten Produkt. So, jetzt bin ich in der Runde Skifahren gekommen und habe mein Headset dabei. Das Einzige, was ich jetzt dazu sagen kann, ist, dass das Problem, was mein erstes Headset, der M70, nach 4 Monaten gemacht hat, der das von Anfang an macht. Also da schaltet sich alle 15 bis 20 Minuten ab und ja, und dann muss ich wieder es nochmal neu verbinden und so hat es ja keinen Wert. Also was soll ich denn dazu sagen? Hallo ihr Ingenieure vom Plantronics, warum macht ihr das nicht richtig? Warum stellt ihr einfach keine gescheite Sachen rein? Wenn es an Software liegt, dann macht halt was dafür, aber verkauft doch nicht den Shop einfach so. Ich meine, ich bezahle jetzt Geld, gut, ich kann es wieder zurückschicken, aber das bringt doch alles nichts, wenn ich dann so einen riesen Aufwand dadurch machen muss. Also was sagen wir dazu? Cash vergesse. Das ist mein neuer Mini-Projektor. Ich finde es gut, dass es klein ist, weil ich habe keine Lust gehabt, den Projektor irgendwo auf den Wand zu hängen. Man hat hier ein Full HD 1080p Resolution supported, ja, mit 2000 Lumens. Mit 2000 Lumens, hier steht es, 2000 Lumens braucht ihr dann eigentlich, damit ihr bei wenigeren Lichtverhältnissen es euch anschauen kann. Ich habe welche gesehen mit 100, 102 Lumens und da war es dann so, wenn es dann dunkel wird, dass ihr dann nichts an der Wand gesehen habt. Und ich habe gedacht, 2000 Lumens, mal schauen, ob es auch real 2000 Lumens ist, das sehen wir dann. Dann kann es sogar sein, dass auch bei Lichtverhältnissen ich immer noch mir Filme anschauen kann. 40.000 Hours Lamp Life, also so viel Stunden wird es dann mal leben. HDMI Cable included. Yeah, well, here we go. Das ist jetzt von der Marke Crosstour. Wie gesagt, 79 Euro bei Amazon. Mittlerweile, 2 Tage nachdem ich es bestellt habe, kostet es nur noch 59 Euro. Ich mache so ein bisschen Musik noch dazu. Jawohl. Und ihr seht, ist nichts mehr drin. Habt ihr schon mal gesehen? Nichts mehr drin. Jawohl. So. Normalerweise würde ich auch so ein Paket gleich zerreißen, aber es kann ja sein, dass es mir nicht gefällt und ich das Zeug gleich wieder zurückschicken muss. Hier ist so wahrscheinlich ein bisschen Bedienungsanleitung etc. So. Hier ist das gute Stück. Wir haben eine Fernbedienung. Das ist nice. Das ist nice. Und dann haben wir hier so einen Stecker, was eigentlich hier im Haus seit hunderte Stück davon hat. Und das wird wahrscheinlich das HDMI-Kabel sein. Eigentlich habe ich noch eins bestellt, wo ich eigentlich mein iPhone anschließen kann auf das Adapter. Ist aber, glaube ich, noch nicht da. Wenn es auch bald da ist, dann wird es besser. So, und hier ist das gute Stück erstmal rauskriegen. Also es ist eigentlich ganz okay verpackt. Schaut mal, hier ist so alles dann schön verschützt. So, hier haben wir natürlich so ein Soundkabel. Das kennt ihr wohl alle. Und den Rest, was ist das? Das ist das halt. Okay, hier ist das gute Stück. Klar, überall Warning, Warning, Warning. Attention, Attention, Attention. So. Ich finde es nice, wirklich. Was ist das? Hier ist irgendetwas zum Drehen. Achso, das ist. Also hier dreht man es, seht ihr das? Dass es da ein bisschen so hoch steht. Aber hier kann man das eigentlich auch auf ein Stativ drauf packen. Gell? Ich kenne mich hier mit dem Zeug noch nicht so ganz gut aus, aber ich habe mitgekriegt, dass es ganz leicht zu bedienen ist. Hier ist es Ein- und Ausschaltknopf, hier ist eine ganze Bedientaste, aber wie gesagt, wir haben ja so eine Fernbedienung, da wird es hier überflüssig sein. Hier stecke ich nachher den Powerkabel ein. Hier ist noch so ein Slot, wo man es dann auch am Computer das anschließen kann. Hier ist es, 2 HDMI-Eingänge, das ist gut. USB-Eingang ist gut. Hier ist das AV, also und hier kann man auch, wenn man will, das ganze Zeug mit dem Kopfhörer anhören. Perfekt. Param, param, param. GBL, weil hier kann man wirklich kein Kino anschauen. Das vielleicht für dir Shows und so ist es okay, aber ich will ja auch Filme anschauen oder ich will mich auch mit meinem
iPhone verbinden und Fernsehen anschauen und alles mögliche. Alles, was ich halt so auf meine App drauf habe, YouTube anschauen, ja. Warum gehst du nicht auf? Jawohl. Deshalb habe ich hier so ein Mini. Ach du Scheiße. Jetzt ist mein Handy fast umgefallen. So. Das ist das neue GBL Go 2 Bluetooth. Yeah. 5 Hours Power. Jetzt schauen wir mal. Ich gehe mal davon aus, dass ich hier auch direkt einen Stromanschluss habe, wo ich eigentlich nicht vom Akku abhängig bin. Wenn ja, wäre schade. Dann geht es natürlich drauf, wie lange es lebt. Hier steht auch wieder alles 5 Stunden. Tralala. Und was steht noch drauf? Ah, das ist alles so schlecht zu lesen ohne die Brille. Ja. Wiedergabezeit. Und was haben wir hier? Achso, es ist Wasserruf. Das war mir auch wichtig, falls ich es irgendwann mal im Urlaub oder so mitnehme, dass ich dann dort das am Strand dann auch anhören kann, weil im Freien hört man fast das Telefon, das iPhone eigentlich nicht so gut. Und wenn man da ein bisschen Sound machen möchte oder ein bisschen Party mit der Frau oder ein bisschen eine romantische Zeit verbringen möchte, dann wäre es natürlich ganz nice. Schauen wir mal das GBL to go, go to. Jo. Da kommen wir jetzt gleich dazu. Jetzt will ich erstmal wissen, was wir hier so alles haben. Was ist denn das? Aha. Die haben das Ding. Also ich glaube, das Bedienungseinleitung gerollt. Ich verpacke das erstmal etwas gerolltes aus. Jawohl. Das ist das wahrscheinlich das Powerkabel. Sehr gut. Da kommen wir jetzt gleich dazu. Ich will nur mal gucken, wie bei GBL. Dieses gerollte Heftchen. Jawohl. Was steht alles drin? Achtung, Warning. Tralala, brauchen wir nicht. Und der Karte. Also in allen Sprachen. Da haben wir noch so etwas. Keine Ahnung. I don't know, what is this? Wenn alles auf Chinesisch steht. Brauchen wir nicht. Ist nichts mehr drin. So. Das ist das gute Stück. Go. Was ist das? Kann man das aufreißen hier? Jawohl. Ja, habe ich es doch gewusst. Also, wir haben hier ein Power. Ist es für mich? Ist das Mikrofon? Keine Ahnung. Ich muss mir das anschauen. Ich glaube, hier stecke ich ihn ein und dann kann ich den aufladen. Da weiß ich jetzt nicht. Ist es für Mikrofon? Ah, das könnte vielleicht ein Ding sein. Der 3,5 mm. Stecker vielleicht für, dass ich ein Mikrofon hier anschließen kann. Könnte sein. Aber ich muss sagen, es fühlt sich echt gut an. Das ist ein ganz solide Soundbox. Und ich bin mir sicher, ich werde hier Sound rauskriegen. Also so, dass ich vielleicht ein bisschen so dieses Kino-Feeling habe. Also nun habe ich es aufgestellt. Und noch kann ich es nicht an mein Handy anschließen, aber ich habe es auch am Laptop angeschlossen mit dem HDMI-Kabel. Ist ganz okay, aber was mir nicht gefällt ist, man kann ja gar nichts lesen. Es ist nichts lesbar. Also ich habe auch die Schärfe eingestellt, versucht hier die Schärfe einzustellen und es ist auch schon Abend geworden. Es geht nicht. Die Zahlen kann ich noch erkennen, aber man kann nichts mehr lesen. Und stellt euch mal vor, ihr müsstet ein Film mit Untertitel anschauen, dann könntet ihr den Untertitel gar nicht lesen. Was aber ganz gut ist, ist diese GBL-Box. Das will ich euch jetzt zeigen. Das ist mein letztes Stuttgart-Video. Jetzt machen wir es mal lauter. Also auf Maximum Lautstärke drehen müssen, dass man überhaupt was hört. Jetzt stecke ich mal den GBL hier ein. Noch habe ich nicht gefrühstückt, aber das schauen wir uns dann noch mal an. Ja, schon was ganz anderes. Heute möchte ich ein bisschen so Einkaufsbummel machen, die Königstraße abklappern. Einkaufen nicht nur ein Bummel, aber ohne Einkaufsschatz. Okay. Also, ich glaube, wir haben... Also es ist so, es ist kein Full HD. Das ist in meinen Augen nicht mal 720p. Irgendwas mit 400 muss es haben.
Ich habe es auch mit einem normalen Film versucht oder Nachrichten. Es ist ganz einfach so. Ich erwarte wenigstens, das ist ein Full-HD-Bildschirm von meinem Computer. Und es sollte wenigstens die gleiche Qualität haben. Oder auch wenigstens, schaut mal, jetzt unten bei der Wiedergabe, ihr könnt es gar nicht lesen. Seht ihr das? Hier steht Wiedergabe. Kaum lesbar. Also ich muss schon ziemlich dicht dran. Wenn man nur ein bisschen weiter weg geht, kann man schon gar nicht mehr lesen. Und solange man die Schriftzüge nicht lesen kann, kann man es vergessen. Also, ich sag mal, Schrott, du kommst zurück. Ich schicke dich wieder ab. JBL bleibt, der hat mir richtig gut gefallen. Hat einen richtig schönen, trockenen Sound, Bass-Sound. Das passt alles. So. So, hier habe ich nun die Geschenke für meine Katze. Einmal haben wir hier das Wellness. Einmal haben wir hier das Wellness. Tut mir leid, das Licht kommt gerade von außen und wir haben jetzt wenig Lichtverhältnisse. Deshalb würde ich jetzt kurz und schmerzlos machen. Das ist so ein Wellness-Center für die Katze, so wie ihr es hier auf dem Bild seht. Da kann er seine Zähne massieren. Hier kann er sich an den am Hals und so rumkämmen, sagen wir es mal so. Und dann gibt es noch so ein Spielzeug für den Zahnen, dieses schlangenförmige Ding. Da ist ein Ball mit so einem Rotlicht, so einem Laser drin. Und so wie ich das gesehen habe, so wie hier, gehen die Katzen voll drauf ab. Das wollen wir jetzt noch sehen. Später hole ich vielleicht noch so ein Katzengras. Also ich würde schon gucken, dass ich mit der Zeit hier alles eigentlich habe, was es hier auf der Abbild so gibt. Das ist das erste Vorweihnachtsgeschenk für die Katze. Sanne? Das Geile ist, wenn ich meine Katze rufe, dann kommt es. Salem, gell? Komm her, komm her. Guck mal, was ich hier habe, Salem. Salem, guck mal, was ich hier habe. Das ist dein Salem. Jetzt hat er sich unter den Tisch verkrochen. Schaut sich das natürlich jetzt alles schön an. So. Yeah, ja. So, da. Und dann legen wir das da hier so rein. Oder? Es hängt hier unten. Super, das ist okay. Schau mal, Salim. Guck, Salim. Guck es dir doch mal. Das ist doch dein Geschenk. Du brauchst keine Angst haben. Und Salim. Du brauchst doch keine Angst haben. Das ist dein Geschenk. Ja. Guck. Jawohl. Das ist doch dein Geschenk. Guck. Das ist eine kleine Katze abgebildet. Siehst du das? Jawohl. Tere? Keine Angst. So, das wird jetzt hier so eingesteckt. Es ist eine super Idee, aber die Verarbeitung ist mir ein bisschen so nach Billy Club plump. Auf jeden Fall gibt es hier so eine Art Minze drin, so Katzenminze. Das tut man hier ein bisschen was von der Minze hier so rein. Hier haben wir noch so eine Art Spielspray. Gell? Das kommt dann hier ein bisschen so drauf. Salam! Das ist dein Salem, das ist dein Weihnachtsgeschenk. Hä? Salem, das ist dein Weihnachtsgeschenk. Ja. Jawohl, ja klar. Dir geht's ja gut. Bei der Aufnahme verlasse ich mich natürlich komplett auf mein iPhone Pro
11 Max, weil es auch ein sehr gutes No-Light-Performance hat. Wir haben hier jetzt gerade im Wohnzimmer wirklich sehr, sehr wenig Lichtverhältnisse. Ich habe jetzt gerade keine Lust gehabt, meine ganzen Studio-Sachen auszupacken. Jetzt kommt Salems zweites Geschenk, das ist das Ketit Senses 2.0. Da gibt es eine alte Version, die ist in Blau. Und das ist die neue Version. Was der Unterschied, weiß ich nicht, weil nur 2.0 drauf stand. Bin ich davon ausgegangen, das muss das Neueste sein. Dann habe ich es einfach gekauft. So, jetzt holen wir erstmal alles raus, was es da drin so gibt. Das ist das Ball. Auf das soll er nachher voll abfahren. Wenn ihr es falsch eingesteckt haben solltet, ist hier so eine Art Widerhaken. Das solltet ihr mit dem Messer kurz lösen und dann rausziehen, sonst würdet ihr die Klammern hier, seht ihr die kleinen Klammern hier, alles kaputt machen. Das muss nicht sein. Dann wollen wir jetzt mal unsere Bahn machen. Also, wer schon mal mit Kinderüberraschung gespielt hat, dürfte eigentlich hier kein Problem damit haben. Raus tun muss. Und wie soll das dann funktionieren? Wo ist der Laserlicht? Das ist doch kein Laserlicht. Da ist doch kein Licht drin, oder? Also, normal hätte hier noch ein Laserlicht sein müssen, aber ich glaube, den Ball muss ich dann separat noch kaufen.